Im Muttenzer Bauernhausmuseum wird jedes Jahr tief im Fundus graben, damit man den gewundrigen Besuchern ein wunderschönes Adventsfenster zeigen kann. Man muss sich aber warm anlegen, denn drin in der alten Scheure ist nicht geheizt. Umso mehr freut man sich über heißen Glühwein und selber gemachtes Gebäck. Level Hut und Haar hat seine Gäste mit feinem Raclette aufgewärmt und bis Bürgis ist wie jedes Jahr eine fröhliche Runde in der Stube zusammengehockt. Die Garage Umiko hat die Besucher mit einem Chor unterhalten, wo der Seniorchef auch gerade noch selber mitsingt. Und mit Muttenzer Wein, Brot und Salami haben Ida und Max ihre Gäste verwöhnt. Noch bis am 24. Dezember geht in Muttenz noch jeden Tag ein neues Adventsfenster auf und meistens steht die Türe für alle weit offen. Der ICT Scouts Campus hat in Muttenz sein 5-jähriges Jubiläum feiern. Viele Eltern sind ins ehemalige Hubacher-Gebäude gekommen, wo der Initiant Rolf Schaub erklärt hat, was ihre Kinder im Campus lernen können. An den Volksschulen werden gezielt Informatiktalente gesucht und im ICT-Campus individuell gefördert. Die Schweiz ist dran, den Anschluss zu verlieren, hat er gesagt. Wir haben viel zu wenig Fachleute. Wenn es in Afrika so weitergeht, werden sie uns überholen. Der Verein ist ständig auf Geldsuche beim Staat und bei Privaten. Für mehr als ein Vierteljahr ist die Finanzierung selten gesichert. Muttenz soll aber nicht der einzige Standort bleiben. Es gibt konkrete Pläne, auch im Wallis, in Bern, Walliselle und sogar an der ETH einen Campus zu eröffnen. Stolz ist Rolf Schaub auf ein Laudato. Der ETH-Professor Jürg Gutknecht hat sehr interessant über die Entwicklung der Informatik erzählt, von der Lochkarte bis zum Smartphone. Am 10. Dezember ist das 70. Jubiläum der Erklärung der Menschenrechte gewürdigt worden. Zu diesem Anlass hat der Oberbürgermeister von Lörrach, Amnesty International und UNICEF die erste Tafel von dem Lörracher Menschen- und Kinderrechtsweg eingeweiht. Mit dieser Einweihung und der dazugehörigen Fotoausstellung im Rothaus wollen die Initiantinnen und Initianten sprichwörtlich und tatsächlich Menschenrechte auf den Weg bringen. I hope someday you will join us and the world. Basel hat nicht nur den schönsten Weihnachtsmarkt in der Schweiz. Zwei besondere Weihnachtsbäume sind sehr beliebt. Beim Rümmelinsplatz wird der Basler Wunschbaum von gross und klein fleissig benutzt. Wünsche werden auf Zettel geschrieben und mit Hoffnung und Liebe an die Zweige von der Tanne gehängt. Auf dem Vorplatz von der Villa Merian haben Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, der Natur Danke zu sagen. Im Holzkasten am Fuß von dem Weihnachtsbaum liegen Rot und Scheren bereit, damit Besucherinnen und Besucher allerlei Mitbrachtes am Baum befestigen können. So gibt Christoph Merian Stiftung die Möglichkeit, der Natur Danke zu sagen. Der Brote auf dem Weihnachtstisch bedeutet nicht für alle Lebewesen das Gleiche. Für die geschlachteten Tiere ist das Ende der Fahnenstange. Darum veranstalten Tierschützer Mahnwachen vor Grossmetzgereien, um auf das Schicksal der Nutztiere aufmerksam zu machen. So auch vor dem Schlachthof Bell in Basel, wo sich bereits am 5 Uhr Morgen bei klirrender Kälte Tierschützer von Animal Safe eingefunden haben. Also wir sind von Basel Animal Safe und wir stehen hier regelmässig vor dem Schlachthof in Basel. Da werden 650'000 Schweine, Kühe und Schöfe jedes Jahr angeliefert, getötet und weiterverarbeitet.
Und wir halten hier regelmässig Mahnwachen ab, weil wir wollen sensibilisieren. Wir möchten natürlich eine vegane Lebensweise beliebt machen, damit man die Leben nicht muss beenden muss, gegen denen ihren Willen. Und darum stehen wir hier, um die Leute zu sensibilisieren und auf das Tierleid darauf hinzuweisen.